Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja, wir brauchen Antworten, Antworten, Antworten. Das hier ist übrigens Krabi, die Garnele. Ha! So. Was habe ich heute vor geschrieben? Ich habe heute mal vor, ein bisschen Story zu machen, damit wir da auch mal weiterkommen. Wir werden jetzt schnurstracks zur Kirche stiefeln. Na ja, gut, schnurstracks. Wir haben halt jetzt nur die eine Seite vom Fluss abgeklappert. Die andere Seite haben wir eigentlich kaum was abgeklappert. Deswegen werde ich jetzt auf dem Weg zur Kirche hin und wieder mal vom Weg abschweifen und dies und das machen. Wir werden heute aber die Kirchenmission fertig machen und uns hier oben bei der Aurora wieder treffen. So, die Seite hier, die ist komplett erledigt. Huch. Dieses Säure hier, der ist alles erledigt. Nur auf dieser Seite war ich halt noch nicht. So, ich werde jetzt mal sagen. Artyom, du bist wieder da. Ja, aber ich bin jetzt wieder weg. Ciao. Ich will jetzt allerdings, warte mal. Erstmal zu den. Wie war das hier? Also der Metalldetektor sagt zumindest schon mal was. Man konnte in die Waggons rein, genau hier. Mono. Um Verbrauch herzustellen, deine Waffen anzupassen. Das weiß ich doch. Erzähl mir was Neues. Oh, warte, hier ist noch irgendwo was. Ah, ein. Nee, das ist ein Haufen Scheiße. Warte. Wenn ich hier hingucke. Ah, okay. So. Dann hätten wir das hier auch schon erledigt. F5. Und weiter geht's zur Kirche. Hier ist eine Fahne. Gibt's hier auch ein Boot? Da drüber war auch schon. Als Spielstand kannst du im Pausemenü mit Escape speichern. Ja, ich kann auch einfach F5 drücken. Halt! Also ich kann auch diese hier machen. Da ist das Objekt der Begierde ja schon. Hat er ja noch irgendwas gesagt? Nö. Hier bei die Häuser ist es auch nix.
Oh, in die Richtung ist was. La 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 la. Moin, gibt mal euren Loot. Lol. Das nehme ich mit. Dankeschön. Dann kann ich hier gleich nochmal nachladen. Je mehr Kugeln wir im Magazin haben, desto besser ist das. Schönes Scheißhaus. Da will ich auch gerne mal aufsetzen und in den Schuh scheißen. Was? So. Hier haben wir auch Loot. Loot, den Lutz Luthermann haben wir hier. Moin, Freunde. Gut. Ja, wieder zurück. Nein, mehr gibt es hier nicht. Back to the roots. The roots to the back. M to the B, M to the B, M, 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 M to the B. Dankeschön. Ich habe da drüben was vergessen oder ist das oben? Ich klammer mal oben ab, bevor ich da jetzt wieder durchkrieche. Diese olle Kirche, die Leute, die mag ich alle nicht. Ich werde versuchen, so viele von ihnen zu töten, aber ich kann da nichts versprechen. Okay, ne, ich glaube, ich habe hier ein Haus tatsächlich alles abgeklappert. Leider keine Papka dabei, aber das macht ja auch nichts. Da ist ein Boot. Ein Boot, was deinen Namen trägt. Hoch am Himmel zählt. Da schenke ich dir heute Nacht. Da gibt es auch noch was, wo ich glaube noch nie war. Na, muss ja mal erstmal gucken. Ja, ja, wir gehen jetzt schnurstracks. Oh. Okay, es gibt hier Ladehemmungen. What the fuck? Was erlaubst du dir einfach auf mich zu schießen? Hab das Miststück im Visier. Naja, ich will an dir keine Muni verschwenden. Oh, das waren ja zwei. Die Hütte. Ich glaube, da ist irgendein Scheißer. Wer ist tot? Aufpassen, Leute! Mach dich bereit, du Stück Scheiße! Ich komm und hol dich! Hohoho! Verdammt Scheiße, ich geh in Deckung! Das Feuer! Da war die Muni einfach leer. Töte ihn doch! Ey, aber das ist mein schlechtes Karma hier. Toll, jetzt hat das Viech den getötet, ey. Oh. Moin. Tu es nicht.
Handverkloppung! Souverän, wie ich das gelöst habe, wa? Keiner Wumme mehr. Munition. So wird das, so spielt man das Spiel gekonnt durch. Dann müsste ich eventuell mal kurz die Knifte wechseln. Weil hier hab zwar nicht viel Schuss, aber etwas. So. So. Ihr lasst mich in Ruhe, oder? Oh. Ja, und damit war es jetzt auch schon wieder mit der Munition. Oh! Halt, hier kriegen wir noch Munition. Dankeschön! Wir kriegen wir so wenig. Na gut, ist ja auch dem Spielstand geschuldet. Man sollte hier echt Munitionsmanagement betreiben. Was war das hier eigentlich? Warum sind die hier? Ganz großes Nix. Hat ja nicht gar nicht gelohnt, hier zu sein. Metalldetektor sagt auch nix. Der Metal. Metal, Leute! Metalldetektor! Aber ich glaube, in den Zug, da kann man rein. I think in this Zug is something drin. Jo. Aber mal die Maske aufs Gesicht quetschen, damit dann auch alles Corona-konform ist. Hier im Zug Maske tragen und so. Brauche ich euch ja nichts erzählen, wisst ihr ja alle. Und hier gibt es tatsächlich Sprengfallen. Die ganz schön gemein sind. Das Ding ist hoffentlich draußen und kann mir hier drinnen nichts. Tja, aber seine ganzen Vorkehrungen haben alle nichts genützt. Es gibt hier Munition für die Shotgun. Da will ich auch direkt von den einen Schuss nachladen. So, was haben wir hier noch? Gab es da nicht noch irgendwo eine Babka oder so? Egal, als ob es nur. Als ob es. Darauf erstmal nochmal. Aufstehen, dippen. Aufstehen, dippen. Man braucht ja gar keine Maske. Kommt ja sowieso kein Kontrolleur mehr. Merkt euch, wenn ihr nicht gesehen werdet, könnt ihr die Maske auch abnehmen. Er geht auch noch langsamer. Weil wir auch so viel Zeit haben. Gut, dann haben wir auch. Lichter auf Strom sparen. Da müssen wir den Strom jensen. Oh. Das Ding fährt da hinten rum. Ich glaube, da war ich schon. Nö. Hier waren wir schon.
Das hier haben wir schon alles geklärt. Geiler Scampi. Weißt du was? Guck mal hier. Das ist dein kleiner Bruder. Jemand ein Problem damit? Du dumme Sau. Aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts mehr. Das Camp haben wir geklärt. Mit dieser Brücke bauen wir auch. Da will ich jetzt so unbedingt gerade nicht lang laufen. Ja! Als ob das Ding ausgerechnet hier in meine Richtung kommt. Wie unfair finde ich denn das? Du dumme Sau. Da penne ich doch erst noch mal kurz eine Runde. Moin, einmal schlafen bitte. Mit dich gerade los. Die Idee für Discord Nitro kam spontan bei einem Frühstück mit Bratkartoffeln. Alles klar, kann sein, dass Discord gerade down ist. Huch. Außerdem kann ich auf Escape gar nicht speichern. Da bimmel, limmel, 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 der Wegger. Und es geht gleich wieder raus. Moin Welt! Ah, frisch und munter. Ich kann nicht speichern. Hey du Potzau. War ich denn hier schon? Ja, das war die Brücke, da war ich schon. Ich war bei der Brücke hier aber noch nicht. Moin, ihr lasst mich in Ruhe, ne? Hier ist ein Fireplace. Alter, ich hasse euch, ja? Lasst mich einfach in Ruhe. Einfach laufen, lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 schleich, 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 lalalalalala. Alter. Okay. Hehe. Okay, wo sind sie alle hin? Alle gestorben hier. Bin ich da? Ah, ich bin doch da. Zeig! Moin Freunde, wie geht's euch? Alter, der Baron wieder, ne? Jetzt würde ich dir mal den ganzen Tag nur die Fresse hauen. Da
Das ist ein denkbar schlechter Speicherpunkt hier. Na, guck mal, jetzt das Banditencamp weg, jetzt wir schon leer geräumt haben. Wir drehen uns hier im Kreis. Aber ich drehe mich gerne im Kreis. Hier waren wir auch schon, wo ich allerdings noch nicht weiß, hier drüben. Hier haben wir noch gar nichts ausgeräumt. Da hol ich mal die Faust Gottes raus. Lass mich einfach in Ruhe. Nein! Ich hab's vergessen, dass da nur Alpha-Wand ist. Warum hat er jetzt die Shotgun ausgepackt? Mal so ganz blöd gefragt. Prost! Komm! Bon Appetit. Ja. Dominik, hast du Regenbogen eigentlich schon aktualisiert? Die neue Season ist draußen. Schisch! Finde nicht gut, dass man mich hier so bekämpft. Also ich will mal nichts sagen, aber ich habe eine arge Munitionsknappheit. 2 Schuss für die Schrotze, 8 Schuss für die AK. Und das Problem ist, hier sind diese Ghule in dem Hangar drin. Warte mal, scheiße, Munition kann ich mir hier nicht herstellen, ne? Leider nicht. Scheiße, trage ich etwa noch... Okay, ich wollte gerade sagen, ich trage die ganze Zeit. Okay, das muss jetzt ein gezielter Headshot werden. Da sabber ich vor Schreck. Okay, Freunde. Beachtet mich einfach gar nicht, ne? Moin! Moin! Hallo! Ich bin nur auf der Durchreise. Einfach nur, um zu gucken, was es hier gibt. Nicht mit Stein werfen, sowas tut man nicht. Handverkloppung! 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 Oh, warte. Ich habe eine andere Idee. Granate! Bumm! Okay, das habe ich doch diplomatisch geregelt, oder? Faustverkloppung! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Okay. Das klappt nicht so ganz. Ja, ich brauche unbedingt Munition für die Shotgun. Ich weiß zwar nicht genau, was es in den Hangar gibt, ob es sinnvoll ist, da reinzugehen oder nicht. Aber ich will einfach wissen, ob es da was gibt. Einfach just for the knowledge. So, da trifft sich gut, dass ich hier bin. Und dann haue ich nämlich jetzt mal diesen hier. Bam, bam, bam. Und mach das Ding hier gleich mal ein bisschen sauber. So. Gut. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt kommt er auf die Fresse Express. Tschut, tschut. Warte mal, ich sollte mir noch Filter herstellen. Weil die kann ich da drin gebrauchen. So, F5. Dann mal kurz nachladen. Okay, hätte ich vielleicht vorm Speicher machen sollen. Dann halt nochmal F5. So, und jetzt gibt's auf die Fresse.
Hat jemand den auf die Fresse Express gerufen? Auf die Fresse, auf die Fresse. Maske auf. Taschenlampe laden. Hätte ich vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen sollen, aber hey, wir sind hier bei Mikey. Hier wird Taktik groß geschrieben. Licht an, jetzt laufe ich da rein. Hey Freunde, kommt mal hinterher. Ich habe ein schönes Granitchen für euch. Hey, ich brauche mal eine Granate zu überleben. Okay. Das hatte ich eigentlich anders vor. In den Arsch geballert. Ah, nö! Was willst du denn hier? Dich hat keiner gerufen! Ja. Ah, nö! Vielleicht ist das die Rache, weil ich dann die ganzen kleinen Brüder von denen esche. Wo wurde er da nicht gespeichert? Ich glaube da drinnen, ne? Ja. Mann, nö. Machen wir mal einen kurzen U-Turn. Kannst du mich eigentlich mal in Ruhe lassen, du dumme Sau? Weißt du was? Du trägst dich jetzt aus, ich gehe hier rum. Ha! Zeig! Und ich bin... Okay, er hatte die gleiche Idee. Lalalalalala. Tovarisch! Ha! Granaten schmeckt dir nicht so! Aufstehen, dippen! Aufstehen, tippen. Du dumme Saudo, du Alte. Okay. Oh Mann. F5. Batterie laden. Und nochmal wieder rein. So. Wo habe ich hier... Das ist einfach nur Munitionsverschwendung hier. Aha. Hier gibt es nochmal Shotgun-Shells und einen neuen Aufsatz. Hey, ja. Da, ich hab's gerade gesehen. Alter, ich hasse diesen Ort hier. So, F5 und wieder rein. Weil hier gibt es irgendwo noch mehr Loot. Ah, hier. So, hier gibt es auch noch was. Hier bin ich jetzt allerdings schon vorbei. What the fuck, wo? Oh fuck. Wo denn? Was ist das denn hier?
Okay, in diese Richtung hier. Okay. Lol, wo kommt der denn her? Oh, ich krieg Schaden. Egal. Heroin in den... So. Hä? In den... Ich hab keinen Filter mehr! Mike, was habe ich mir denn da gerade raufgeschraubt auf die Maske? Habe ich einen leeren Filter raufgeschraubt oder was? Das war kein Filter. Ich kann mir keinen Filter herstellen. Achso, noch ein wesentlicher Aspekt hier in Hardcore-Modus. Die Waffen haben Ladehemmungen. Die Waffen laufen heiß und haben dann Ladehemmung. So, Leute. Nochmal kurz durch, ich kann nochmal durchscannen hier. Aber ich. What the fuck? Wo kam er her? So. Raus hier. Ich hab alles. F5. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, wir sind tatsächlich auf dieser Seite fast durch mit Erkunden. Oder können wir nachher auch hier einfach nur der Storyline weitermachen. Doch. Hier hinten gibt es noch einen Safe Room. Babka! Obwohl er in seinen klaren Momenten den Mund meistens geschlossen hielt, faselte er wirres Zeug, wenn das Fieber wieder ausbrach. Und damit erschreckte er uns. Es ergab nicht alles Sinn, was der Fremde aus dem Süden sagte. Aber das Bild seiner entfremdeten Welten, das er zeichnete, war die Hölle auf Erden. Ein brennendes Meer. Öl, das aus dem Boden spritzt und Menschen und Tiere in Flammen hüllt. Verlorene Schlachten und Menschen, die von einer amorphen Bedrohung unterworfen werden, die er nur als Horde bezeichnet. Und Motoren, immer wieder Motoren. Dieser Mann hat im Leben mehr unter gottverdammten Maschinen und Elektrizität gelitten, als wir uns vorstellen können, und vermutlich hat er für seine Sünden gebüßt, indem er alleine litt. Dennoch, nach seinem Tod haben wir den Ritus ausgeführt, als ob er einer der Gläubigen war. Der Zarfisch brachte seine Seele direkt ins Reich unseres Herrn. Haben Sie da was, den Zarfisch? Hier wird schon wieder was notiert, aber wo? Na gut, jetzt wird das Haus markiert, naja. So, So, hier ist die Werkbank. Wir haben ein neues Gadget bekommen. Die zerlege ich mal. Wir haben noch irgendwas gekriegt hier. Keine Ahnung, was wir gekriegt haben. Huch. Gut. So, Ausruhen brauche ich mir nicht. Ich drücke jetzt nochmal F5. Und dann geht's weiter. Wir nähern uns langsam aber sicher der Kirche. Oh ne, ernsthaft jetzt. Lasst mich looten. Looten! Ja, beruhig dich. What the fuck? Wie das einfach nicht drauf war. Ich
Ich glaube, ich schlafe jetzt mal die Nacht und gehe dann mal bei Tag hin. Halt. Ich glaube, die hat sich gerade erledigt, aber hey, du bist gerade gestorben. So, hier ist noch irgendwo Loot. Ah, wo ist die Frage? Hä? Ist hier noch hier drin oder was? Keine Ahnung. Jo. Und das Piepen ist Radioaktivität. Ist sicher. Das ist der Metalldetektor, der schlägt aus. Der Metalldetektor. Aber hallo P4P4I34R. Sicher, das Auto ist aus Metall. Ja, aber der zeigt... Naja, das Komische an diesem Metalldetektor ist, der zeigt nur an, was Loot ist. Da siehst du, hier muss irgendwo... Das Auto, das detektet der nicht. Der detektet nur Loot. Aber ich weiß nicht wo. Der guckt auf den... Paper, Papa Bär. Ah, Papa Bär und Mama Bär. Nee, ich sehe hier kein Loot. Habe ich nie genutzt. Ich finde das Ding tatsächlich ganz nützlich, aber manchmal zeigt er komische Sachen an. So wie hier. Aber manchmal mit dem Metalldetektor finde ich immer Sachen, die hätte ich sonst nie gefunden. So, jetzt werde ich hier erstmal looten, was hier Nacht ist. Ich meine andersrum, ja, Maske brauche ich nicht aussetzen, ich habe sowieso keinen Filter. Moin, Kollege, dich habe ich schon, dich aber nicht. Dankeschön. 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 War ich hier schon? Da war ich schon. Gut. Ich glaube, oh, die Straße bin ich auch schon so lang gelaufen. Gehe ich hier auf dieser Seite nochmal lang und dann schaue ich nochmal und dann spazieren wir hier nachts durch die Gegend. Schon eine arme Sau hier. So, Metalldetektor piept jetzt wieder. Aber ich weiß nicht, was da hier detektet. Keine Ahnung. Hier ist nichts. So, moin. Einmal schlafen bitte. Danke. Guten Morgen. Lalalalalala. So, oh, und dann will ich jetzt endlich mal auf dem Weg zur Kirche. Da wollte ich auch schon seit 40 Minuten hin. Ich bin schon etwas weiter, muss gerade den Benzin an den Benzintanker beschaffen. Ah. Ja gut, ich habe das Spiel auch schon durchgespielt. Ich spiele das jetzt, eigentlich ist das jetzt mein dritter Durchlauf bei diesem Spiel. Als das Spiel released wurde, habe ich es mir gekauft und direkt durchgespielt. Dann habe ich den Ranger Hardcore Modus versucht. Na gut, was heißt versucht? Ich hätte ihn auch geschafft, wenn ich nicht irgendwann die Lust an dem Spiel verloren habe. Und jetzt mache ich noch einen Durchlauf im Hardcore Modus, weil ich die Steuerung nicht mehr kenne für den Ranger Hardcore Modus. Denn im Ranger Hardcore Modus wird dir nichts angezeigt. Da hast du keinen HUD, da hast du gar nichts. Und jetzt nehme ich mal diesen hier. Oh, moin Freunde, ich weiß, wenn ich hier zu nahe gehe, bin ich instant tot. Aber diese Brücke, die gilt es zu öffnen. Und da sterben ganz viele Leute. Ganz viele Leute, inklusive ein paar von unseren eigenen. Ach ja, by the way, in diesem Stream wärst du gespoilert. Hast du DSCs auch? Ich habe gelesen, dass es neue gibt. Ich habe mir aber noch keine gekauft, wenn ich ehrlich bin. Glocken bimmeln.
Die Brücke bin ich bis zum Boss unbemerkt durch. Ja, das Ding ist, ich will ja gerade bemerkt werden, weil ich will sie alle töten. Ich will... Bei meinem ersten Run hatte ich das Gute... Die sind, glaube ich, noch im Angebot. Okay, muss ich nachher mal gucken. Bei meinem ersten Run bin ich durch und hatte das... Wer hat das eigentlich gesagt? Warum sehe ich niemanden? Hatte ich das durch und hatte das gute Ende. Jetzt will ich das schlechte Ende triggern. Und da muss... Ich will so viel negatives Karma sammeln, wie geht. Na gut, ich meine, das habe ich sowieso schon verkackt, weil ich habe zwischendurch gute Taten gemacht, um ein paar Schlüssel und so zu kriegen. Deswegen, ich habe auch den Schlüssel gekriegt, um schneller an das Nachtsichtgerät zu kommen. Das Game inklusive DLC gab es für 20 Euro. Ja, eigentlich muss man Spiele spielen, wenn die schon 300 Jahre alt sind. Dann kommst du am billigsten davon. Aber so lange wollte ich nicht warten. Dann schieß doch! Aber ich werde auch schießen. Das sind ein paar Warnschüsse und das war dämlich. Weil Munition ist selten. So. Wir werden jetzt aber zur Brücke gehen, denn... zur Kirsche. Denn ich will jetzt hier nochmal Fortschritt haben. Ich drücke nochmal F5. Weil Atium hat manchmal so die seltene Angewohnheit, einfach über einen Grashalm zu stolpern. Jump. Diese scheiß Hasen hier. Hey du Flitzpiepe. Ha, das gab wieder negatives Karma. Und negatives Karma ist gut. Negatives Karma ist hier das gute Karma. Na, schmeck's. Hey, ich hab da was zum Würzen, Kollegen. Fangt! Oh, da war die Gewürzmischung wohl doch ein bisschen zu stark, wa? Okay, das war dämlich. Wo sieht man das Karma? Also das Karma siehst du eigentlich nicht. Wenn du eine gute Tat machst, leuchtet dein Bildschirm kurz grün auf. Wenn du eine schlechte Tat machst, also quasi einen freundlichen Enemy zu töten, also einen freundlichen Enemy, ja. Ich sag jetzt einfach mal, einen Freund zu töten, warte mal, das ist doch die Hütte, wo ich schon war, oder? Dann leuchtet dein Bildschirm kurz rot auf. Ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast, vielleicht kannst du mal dranbleiben, weil in der Kirche wird es gleich ganz viel rotes Karma geben. Ne, hier war ich noch nicht. Hallo Freunde, ich hätte speichern sollen, ich habe aber nicht gespeichert, deswegen gehe ich hier mal ganz schnell rein. Ja, 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 ja. Oh Scheiße, hier drin brauche ich einen Filter. Moin. Ich hab keine Filter! Freunde? Fuck. Wir lesen. Das hatte ich noch nicht, komisch. Ah, dann hast du, musst das, du hattest das bestimmt schon, du hast noch nicht drauf geachtet. Bei Metro gibt's halt ein Karma-System, das ist, nicht nur bei Metro Exodus, das ist bei jedem, bei jedem Metro-Teil so und je nachdem, wie gut oder böse das Spiel durchspielst, also je weniger Leute du tötest oder je mehr Leute du tötest, das wirkt dich auch sich auf dein Ende aus. Huch. Ja, ich weiß nicht genau, wie viele Enden Metro Exodus hat, aber ich kenne zwei. Ich kenne das gute Ende, weil ich das selber erlebt habe bei meinem ersten Spielrun. Da habe ich nämlich so wenig Leute getötet, wie ging. Und dann habe ich bei einem YouTuber das schlechte Ende gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ich mit meinem Spielrun trigger. Ich habe die anderen auch alle durch und nie bemerkt oder echt drauf oder acht drauf gegeben. Nee, aber musste drauf achten. Es gibt halt ein Karma-System. Kannst ja auch mal googeln. So, wir lesen. 18. September. Endlich, ich habe die Spuren aus der verseuchten Zone besorgen können. Der Monat Arbeit an der Verbesserung des Filters hat sich gelohnt. Das Substrat ist bereit. Jetzt wird es Zeit zum Pflanzen. 11. Oktober. Das Myzel wächst gut. Schon bald werde ich die ersten Pilze ernten können. Das Destillat ist fast fertig. Ich darf keine Zeit vergeuden. 9. November. Die erste Charge ist fertig.
Ich habe die Testmedien mit Saat bestückt. Die Kontrollmedien zeigen ein normales Bakterienwachstum. Die Testproben sind klar. 15. November. Die Testproben sind immer noch klar. Erfolg? 20. September. Alle Ratten leben noch. Genug Verzögerung. Es wird Zeit, mit dem eigentlichen Versuch zu beginnen. Lungenentzündung scheint zu riskant zu sein. Die Angina muss reichen? Ja. 23. Dezember. Klassische Angina-Symptome. 5 ccm Oralspritzen sind hier ohnehin keine zu finden. 24. Dezember. Keine Veränderung. 25. Dezember. Merkliche Besserung. 27. Dezember. Gut drauf, allgemeine Zustandsverbesserung. Gut drauf, allgemeine Zustandsverbesserung. 29. Dezember. Angina-Syndrome beseitigt. Gut drauf, leichte Empfindlichkeit. Klopfende Geräusche draußen. 1. Januar. Dosierung 6 ccm oral. Völlig gesund, keine Nebenwirkungen. Fantastische Klarheit der Gedanken und Wahrnehmung. Er macht hier Selbsttest. 2. Februar. Neue Charge erledigt. Dreifache Bereinigung. Dosierung 7 ccm oral. Perfekter Gesundheitszustand. Keine irrelevanten Geräusche mehr. Ein Schub an Lebenskraft. Perfekter Muskeltonus. Ich fühle mich, als würde ich fliegen. Zu viele Ideen, um sie aufzuschreiben. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Ja, Kubikzentimeter, gleich ccm. Stimmt. Ja. Kubikzentimeter. Ich bin Mikey. Ja, danke. Ich bin dumm. Ein Klopfen draußen auf dem Dach. An den Wänden, unter dem Boden. Das macht mich fertig. Zittern. Erhöhen. Nein! Wo bin ich? Nein! Scheiße. Nein, wo bin ich denn? Zittern. Erhöhung der Dosis von 8 Kubikzentimeter oral. Besser. Füße warm, Hände enorm. Krass! Krake. Fragezeichen? Ich bin wieder bei Bewusstsein. Zittern, frösteln, übergeben. Ach ja, weiß nicht mal, welcher Tag ist. Wieder das Klopfen. Der Raum verschwimmt. Erhöhung der Dosis auf 8 Kubikzentimeter. Oral. Dreimal täglich. Sie sind angekommen. Sie warten. Das ist Lächeln. Alter, hab ich mich erschrocken. So, gibt's hier noch was? Ein Filter! Ich hab Filter! Schnell, Maske drauf. Puh. So. Das ist also aus dir geworden. So, F5. Ich sagte F5. Okay, ich kann nicht speichern. Okay, dann beten wir, dass ich jetzt hier heil rauskomme. Lauf, 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 lauf. Hä? Die Kirche ist doch da. Ach, lol. Da ist das Nachtsichtgerät. Ich bin Mike, ich bin schlau. So. Jetzt aber mal hier Fische bei die Butter. Wir nehmen uns jetzt das Wasser und fahren damit übers Boot. So. Ja, ja. Labadi and Juppada. Das Gute ist, ich glaube, wir haben hier alles erkundet. Bis auf da drüben beim Flugzeug war ich noch nie. Aber sonst können wir... Oh, Altmetalldetektor sagt wieder, hier ist was. Taschenlampe an. Hier drin muss was sein. La 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 la. Moin Freunde. Ihr habt keine Ahnung, wie ich heiß. Kein Problem, nennt mich einfach Schmiddi. Gute Mucke, schicke. Gute Mucke, schicke Mucke. Moin Boomschack. Hm.
Ja, in der Kirche kann ich dir zeigen, was ich mit Karma-System meine. Da gibt es nämlich Unschuldige, die man töten kann, und die werde ich töten. Aber das dauert bestimmt noch 10 bis 20 Minuten, bis ich da bin. Wie sieht es munitionstechnisch aus? Geht mittlerweile. Das geht mittlerweile. Lalalalala. Komm ich da rüber? Da, krass, da kommt man rüber. Da ist ein Boot. Okay, ich speichere lieber, weil manchmal sehen solche Sachen aus, als könnte man darauf, und am Ende sind es nur Texturen. Sprung! Oh, man kann hier rauf. Sprung! Hier sind die Angler-Leute. Ich wechsle von Handy mal zu PC. Alles klar. Viel Erfolg. Moin, Kinders. Ach ja, stimmt. Hier waren wir bei der Saufparty. Das haben die auch alles getrunken. Lesen wir gleich im Brief. Ja, hier ein selbstgezapftes. Eine Distillerie oder wie das Ding heißt. Und eine Balalaika. Keine Ahnung, ich kenne mich doch mit russischen Musikinstrumenten nicht aus. So, wo ist euer Brief? Ich weiß, dass hier irgendwo ein Brief ist. Audiologs wären mir lieber, dann braucht man nicht lesen. Das ist auch geil hier. haben die der Distillerie hier der Mütze aufgesetzt. So. Ja. Gab's hier nicht eine Papka? Papka. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo da. Na egal, ich kenne die ja schon. Oder war die unten? So, Freunde. Ah, da machen wir auch gleich Bekanntschaft mit dem Zarfisch. Sariala! Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten irgendwo. Ob ich irgendwie nach unten komme. Okay, aufs Dach kommt man schon mal nicht. Alles klar. Halt! Da war Loot. Alles klar, es ist einfach der Eimer der 1000 Geräusche hier. Da war doch eben Loot. Diese Eimer, ne? Ach, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier drinnen was für übersehen habe. I'm very safe, dass ich hier drinnen fast übersehen habe. Oh, pardon. Aber der Metalldetektor sagt auch nichts. Ich glaube, man kommt in dieser Butze auch keiner unten. Oder gab es die Notiz woanders? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ich nehme mir jetzt das Boot und mache mich auf in Richtung Kirche. Nein. Oh. Da war ich auch gestern drin. Moino. Okay, aber nach unten kommt man nicht, ne? Okay, ich muss mich jetzt dran gewöhnen. Du bist von dunkelrot auf hellrot gezwitscht in deiner... mit deinem Namen in der Farbe. Aha, da ist ein Feind! So, das Ding ist, ich habe hier auf dieser Map alles erkundet. Und bin, was die Story angeht, quasi noch am Anfang. Ja, die Schnauze, ich bin noch nicht fertig. Laber mich nicht voll. Jo. Ich hätte auch gern ein 86er Ford-Muster. Naja, kletter mal. Kletter mal und ruf mich mal, aber nicht so laut, sonst hören es die Gegner. Will ich hier sein? Der zählt Handy und PC als separate Accounts, verstehe ich auch nicht. Ah, oh, das manchmal muss man auch nicht alles verstehen. So. Hier ist doch bestimmt nicht begehbar, oder? Alles klar. Huch, wo bin ich denn jetzt? F gedrückt halten. Ach, diese Tipps, ne? What
the fuck, wo zum Teufel bin ich? Hä? Wie komme ich hier hin? Artyom, ich bin oben. Eine ausgezeichnete Stelle. Alles klar. Ist das möglich, da auch ohne Boot hinzukommen? Wie bin ich hier hingekommen? Naja, ist ja auch egal. Hier wäre nochmal hier. Alter. Ich weiß nicht, ob es hier Loot geht. Hier war ich in meinen vorherigen Nuance nie. Ich hasse euch. Oh, da ist die Taschenlampe leer, deswegen kam gerade der Tipp. Ich glaube allerdings, dass man da ohne Boot nicht reinkommt. Jetzt bin ich hier, wo wir gleich sowieso rauskommen. Alles klar. Technologie ist eine Sünde. Ja, ja. Gut, ich laufe mal zurück und hol das Boot. Wie kam ich hierher? Ich finde aber blöd, dass es hier nichts gibt, dass hier kein Easter Egg oder so versteckt ist, wenn man sich schon die Mühe macht, hier lang zu gehen. Halt! Das Ding hat gerade gepiept. Hier muss irgendwo was sein. Okay, in diese Richtung. Huh? Hier muss irgendwo was sein. Entweder bin ich blind oder der Metalldetektor zeigt schon wieder irgendwas an. Hier? Alles klar, ich verstehe diesen Metalldetektor manchmal nicht. Ich glaube, weil wir das Event da schon getriggert haben, haben wir keine Gegner mehr. Wow. Moin! Hä? Wo bin ich denn jetzt? Eigentlich immer Richtung, wie der zeigt. Ja, genau. Der guckt, also er zeigt dir halt den Loot an, in die Richtung, in die du guckst. So, er zeigt jetzt, guck mal, hier in diese Richtung ist was. So, ich sehe den Loot, ich sehe ihn. Das heißt, man kommt hier irgendwie rein. Aber wie? Wie kommt man hier rein? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, weil wir das getriggert haben, haben wir keine Gegner mehr. Okay, ich klappe noch mal die ganze Map ab. Wie kommt man hier rein? Da drinnen ist Loot. Ich weiß jetzt auch, was er mir angezeigt hat. Den Loot hier drin. Aber wie komme ich da rein? Dirty, ey. Auf Hardcore verschmutzen Waffen auch. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du?
kaputt hauen, sprengen mit Kanister daneben. Nee. LOL! Ich spiele immer Hardcore, alles klar. Dieser Ort ist neu für mich, hier war ich noch nie drin. Ja, ich bin gerade auch Hardcore. Ich habe, wie gesagt, schon den Ranger-Hardcore-Modus ausprobiert. Aber da musste die Steuerung aus dem FF können und die habe ich vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ist es das wert? Ich habe jetzt halt Munition verbraten, ne? Komm, das ist es wert. Da war ich auch drin. Fuck. Huch. Ach, das hat der Baron schon. Alles klar. Da war ich auch, ach, auch nicht drin. Ja, erkunden lohnt sich. Und ich gebe dir einen Tipp. Bist du hier tagsüber oder nachts über lang gelaufen? Wenn du nachts über lang läufst, findest du hier drüben auf der anderen Seite, ja, ist jetzt schwer zu zeigen, ich habe halt keine Maus, auch ein Event. Da sind 3 oder 4 von diesen Typen, stehen im Kreis rum an so ein, ich sag jetzt mal, Verschwörungsbrett-Dingens mit Kerzen unter Stromkabeln. Und die vertreiben so eine Elektroallomanie. Ich werde jetzt, also ich bin damals tagsüber nur hier lang gelaufen. Hä? Und ich werde jetzt nachts hier lang laufen. Weil da sieht man andere Sachen als tagsüber. Das finde ich krass. Krake. Okay, wir haben offenbar doch noch Gegner. Wäre auch zu schön gewesen. Als ob ich hier nicht durch kann. So, wie bin ich hier hingekommen? Dann muss ich das nochmal versuchen. Gut. Tagsüber, da labern die Leute nur, aber nachtsüber haben die in meinen Augen tatsächlich mal was Nützliches gemacht. Die haben ein Gebet gesprochen und dann ist das Elektro-Dingens verschwunden. So. Speichern. Ich bin jetzt tatsächlich über die ganze Map hier gelaufen. Ich kann jetzt die Story straight verfolgen. So. Wir fahren. Ich hasse hier übrigens Bootfahren in diesem Spiel. Weiß ich nicht. So, gibt hier irgendwas? Oh, mein Kollege. So, wir müssen mal einen ganz kurzen Zwischenstopp machen. So viel zum Thema, wir können die Story straight verfolgen. Technologie ist eine Sünde. Elektrizität ist eine Sünde. Ja. Not bad. Munition nehme ich gerne. Ach, als ob. Technologie ist eine Sünde. Elektrizität ist eine Sünde. Die Leute gehen mir ganz schön auf den Sack. Ich will zum Baron. Der Baron in der Wüste, der ist cool. Den Typ mag ich. Der hat Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Aber ganz große Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Und zwar sehr große Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Elektrizität ist eine Sünde. In einem DLC Teil spielt man mit einer Armbrust. Das wird geil. Mit Sprengfallen und Feuerfallen. Oh, ich muss mir DLCs auch holen. DLCs, das sind dann immer, ich sag mal, separate Spielmodis, ne? Und die haben jetzt nichts. Du kaufst ja das DLC und dann kriegst du irgendwie eine krassere Waffe, womit du die Story einfacher durchspielen kannst. Also so ein DLC gibt's da nicht, ne?
Lalalala. Ich bin überhaupt gespannt, ob ich diesen Run erstmal durchspiele. Das Spiel ist immer noch ziemlich lang. Huch. Ganz direkt gegen die Maus gekommen und schon gucke ich nach Pakistan. Okay, Ness, hier kommt der Meister der Technologie. Ich bin ein Sünder. Sündigt mich. Technologie ist eine Sünde. Ich mach mal meine Taschenlampe an. Oh, Alter, hier beginnt gleich das Gemetzel. Hey, yo, Bruder, Friede sei auch mit dir. Ja, ich speichere hier nochmal. Hey, Bruder, ich sehe immer das Licht der Wahrheit. Das sind anscheinend zwei verschiedene Spiele nochmal. Einmal Sam's Story und einmal The Two Kernels. Oh, von The Two Kernels habe ich gehört. Du wirst sterben, Kollege. Und ihr auch alle. Sie haben meine Freunde getötet und mein Papa. Ah ja. By the way, hast du den Teddy eigentlich schon geholt von diesem Kind? Mann! Alles klar. Naja. Hast du auch schon den Teddy geholt von dem Kind hier? Ich muss sagen, ich habe ihn schon. Also, ich hab den Teddy schon. Der dürfte den... Mann, könnte man die Schnauze halten? Ich versuche ja zu reden. So. Der Teddy dürfte eigentlich noch gar nicht da sein, weil wir haben die Alte ja noch gar nicht kennengelernt. Ergo war sie auch noch nicht bei der Lok. Ergo wurde sie auch noch nicht von dem Dämon angegriffen. Aber da gab es nicht... Da gab es nichts. Der ist im Zug dann zu sehen auf der einen Bank. Nee, nee. Der Teddy ist oben beim Adlerhorst, da beim Nest. Beim Zug, da habe ich den Teddy her. Und der war da auch schon, obwohl er da noch gar nicht sein dürfte. Wenn sie ihn hat. Ach so, wenn sie ihn hat. Ja. Alter, die gehen mir alle auf den Sack. Ja. Moin! Ich will Haar aber nicht gedrückt halten. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Warum kann ich ihn nicht töten? Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Ja. Lauf. Hier geht's lang. Und ein Block liegt an. Ja. Wir haben hier auch. Aber es ist zu klein für uns drei. Artyom, sie hat recht. Da. Zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Sie hat... Nastja und ich können auch selbst zu eurem Zug kommen. Da könnt ihr mich mal aufhören, hin und her zu schieben. Die hat den Teddy und ich hab ihn auch. Aber wir wussten nicht, wohin. Ja, ich... Warte mal. Ach, und hole Onkel Crest am Hafen ab. Er ist so gut. Er kann alles reparieren. Kann er das? So. F5. Und jetzt, lasset die Spiele beginnen. Also sie hat den Teddy noch und ich habe ihn auch schon. Obwohl ich ihn noch gar nicht hätte haben sollen. Ich wünschte tatsächlich, ich hätte schon das Nachtsichtgerät. Gott segne dich. Und ich werde woanders suchen.
Von hinten habe ich immer E gedrückt. Ja, ich will sie ja alle töten, ne, für schlechtes Karma. Deswegen drücke ich, naja gut, ist bei mir alt. Ich töte sie alle. Hast ja gesagt. Richtig. Was könnte das da auf der Leiter sein? Das ist gar nichts. Nein. Wir müssen ihn finden, meine Kinder. Jo, das müsst ihr. Atjom, solange du drinnen bist, kann ich dir keinen Feuerschutz geben. Warum nicht? Ja. Ich verschwinde wieder. Und dann könnt ihr eure Truppen schicken. Mit dem letzten Lauf beim Revolver oder Sniper, der schallt über die ganze Map. Ja. Ich hab... Oh. Wie war das kein Headshot? Wo ist er denn? Hab mir extra noch eine Soundkarte gekauft. Das ist der Hammer, was die Box oder das Headset hier bringt. Ja, genau! Lol, er ist gestolpert. Loot gleich mitnehmen. Okay, das. Ich gehe jetzt hier mal hin. Oh, moin. Hey, die hat den Teddy vergessen. Ist gar nicht laut. Das hier sieht aus wie Würstchen. Bis jetzt läuft es ja ziemlich gut. Lalalalalala. So. Wie kommt der Dämon da rein, um den Teddy zu... Nee, die wird am Zug angegriffen. Die wird nicht hier angegriffen, die wird an der Aurora angegriffen. Und bringt ihn zum Nest. Und ich habe mir den schon aus dem Nest geholt, ohne dass... obwohl sie den Teddy noch hat. So. Nochmal F5. Ja, oh. Ja, alles klar, das hat nochmal geklappt. Schon, aber sie hat ihn jetzt schon nicht mehr. Ja, aber am Zug hat sie ihn noch. Wir bringen sie gleich mit zum Zug und wenn du da hinkommst, wird die Szene getriggert, dass der Dämone angreift und nimmt mir den Teddy weg. So, der Dämone bringt den Teddy zum Nest. Aber ich war schon vorher beim Nest und habe den Teddy da wieder rausgeholt. Und das ist total unlogisch, weil ich habe ihn... Der... Ach, ist egal. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ach ja. Sie haben ihn umgebracht. Ach, sie ergeben sich. So, jetzt kann ich dir das Karma-System zeigen. So. Ich bin ein Ketzer und ich habe keinen gesunden Menschenverstand.
Gelobt sei der Zarfisch, der die Seelen der Gläubigen zum Himmelstor bringt. Hast du gesehen, wie der Bildschirm aufgeleuchtet hat? Diese 2 Kernels kostet jetzt 8 Euro. Sam's Story jetzt 18, alles klar. Warte mal, ich glaube, das hast du nicht gut gesehen. Wo war er? So. Ich bin froh, es zusammen für 20 Euro gut zu haben. Ja, ich hab. Ach, was hat er dafür ausgegeben? Das Release wurde 60 Euro. Gott, jetzt achte nochmal. Achte, warte. So, wir brauchen es dunkel. Achte. Hast du gesehen? Negatives Karma. Ach, der ist schon tot. Negatives Karma. Wir brauchen negatives Karma. La 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 la. Okay, da drüben ist Loot. Moment, wie kommen wir nach drüben? Oh. Jo, alles klar. Was ist denn los? Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh mein Gott. Das Blut. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Das ist alles für unsere Sünden. Denn wir haben schwer gesündigt. Oh, Herr. Erlöse uns und hab Erbarmen. Oh, Herr. Ich weiß nicht, ich kenne die Alte nicht. In der Story, in meinem vorherigen Run war ich hier nicht drin. Gibt sie mir noch irgendeinen Tipp? Ja, es ist ja nicht nur der Bildschirm, es ist auch, das wäre ein negatives Karma, richtig. Gut, du musst aber auch hören, es gibt auch einen hörbaren Sound. Hast du gehört? So, ich weiß jetzt nicht, ob die mir jetzt was hätte gegeben, aber egal. Jetzt hat man es wahrgenommen. Gut, und das kriegst du, wenn du gute Taten tust, sowohl wie auch schlechte Taten. Gute als auch schlechte. Ach, hier kann man rein. Denn das Bild wurde eher farblos für negatives Karma. Bei der Wache war es nicht. Ist schon gut, ich ergebe mich. Wo ist er denn? Wer sagt denn das? Ich will euch alle töten. Hä? Wer baut denn so? Na, hier geht schon wieder raus, das wäre noch gar nicht. Der Metalldetektor zeigt wieder irgendwas Komisches an. Na, Kollege. Alter. Ich liebe diese Kill-Animation, ey. Nebenan sind auch Hütten, wo du rein kannst und Unschuldige ist für den Karma. Jo. Ah, Loot. Danke. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Oh, da bin ich hier. Mann! Oh. Warum war ich hier nie? Ich erkenne echt neue Gegenden. Ich entdecke das Spiel gerade ganz neu.
Bei denen ist es nicht mit den Karma, weil die auch schießen, aber die Leute, wie die Oma eben, da sieht man es und hört man es. Ah, das sind die alle Schleichwege, wo ich auch hätte lang gehen können, aber die haben sich alle ergeben. Und wer sich ergibt, das ist gut. Was genau gibt es hier? Ah, Loot. Loot ist immer gut. Da ist noch einer in einer Hütte, wo du warst. Nur die nächste Tür links. Scheiße, das Deal. Ja, ich weiß, ich klapper die Hütten gleich ab. Ich klapper die Hütten gleich ab. Kann ich eigentlich? Okay. Moin! Na? Der Ketzer! Na, dann erschieß mich doch! Na los! Na, wenn du es willst. Ich wünschte, du würdest mich einfach erschießen. Wenn du es willst, dann tue ich es nicht. Meine Tochter und mein Sohn sind tot. Silantius hat noch nicht erlaubt, sie zu behandeln. Nur die nächste Tür links, wie gewünscht. Hey, ich kann ihn nicht messern. Ich wollte ihn nicht erschießen. Den Gefallen wollte ich ihn nicht tun, aber ich wollte ihn messern. Naja. Das ist zwar überhaupt nicht. So. Hey, mach auf hier. Okay, hier gibt's. Halt. Kommt man da rein? Okay, Fenster, die kann man nicht kaputt ballern. Das hatte ich aber noch nicht einmal im Game. Dann werde ich die Stufe nach Hardcore nochmal daddeln, wenn ich fertig bin. Lalalalalala. Als ob man da nicht reinkommt. Aber hier kommt man rein. Moin! Hey, man sagt, du betest den Teufel an. Stimmt das? Kannst du mir das beibringen? Ich bin bestimmt ein guter Lehrling. Ein sehr, sehr guter. Komm schon, bring es mir bei. Wo die Tittenweiber sind. Ah, beim Baron in der Wüste. So, was soll ich dir beibringen? Hier, komm. Hast du gelernt? Ah ne, mit einem Appen Kopf kann man nicht lernen. Ha! So. Ich hau dir eine Scheibe kaputt, Kollege. Damit der Glaser nochmal kommen muss. So, hä? Wieso komme ich denn jetzt da nicht mehr rein? Das ist nicht rot, das Bild, aber recht farblos. Ja, oder wird recht farblos. Wie kommt man hier rein oder ist das Ding abgeschlossen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was soll ich hier eigentlich machen? Dass am Dock ein Boot liegt. Aha, ich muss jetzt zum Boot. Zu dem Ruderboot, was da hinten liegt. Und dann bin ich weg hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alle getötet, die man töten kann. Da habe ich jetzt auch nicht versucht, aber bin auch nicht rein. Komm ich hier. Ach, ich bin wieder hier. Wie kam man jetzt nochmal nach unten? So offenbar nicht.
Da ist er wieder mal einen Grashalm gestolpert. So kann man doch nach unten. Ah, hier ist das Treppchen. So. In die Richtung soll es aber noch Loot geben, ne? Warte mal, da sind noch Hütten. Wie komme ich denn da hin? So kommt man auch nach unten. Kommt man da überhaupt hin zu den Hütten? Den da. Theoretisch ja mit dem Boot. Alles klar, da kommt man nicht hin, das ist belastend. Oh, sie haben mein Boot zerstört. Weil eine Sequenz dann startet, okay. So, dann, ich glaube, haben wir hier alles. Dann werde ich mal wieder abdampfen. War schön mal mit euch. Er sagt mir, dass es hier Loot gibt. Da kommt man nicht rein. Und rauf auch nicht. Naja, egal. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Jetzt kommt der Zarfisch. Und dann geht zum Flugzeug. Jump. Speichern. Hallo Herr Zarfisch. Sariala. Sario, du geile Sau. Sicher geht es, aber man müsste schauen, wie, sonst würde es nicht angezeigt. Alles klar bei dir? Schade, dass du es nicht heimlich und ohne Blutvergießen geschafft hast. Jetzt warum denn schade? Na gut. Atjom, Katja und Nastja. Och, es gab ganz viel negatives Karma. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Da gab's gerade ganz viel negatives Karma. Jo, das war das Karma. So, ich steuere direkt aufs Flugzeug zu, weil da fällt mein Kopf von jetzt sowieso hin. Moin, Sariala. Das ist also aus dir geworden. Und dabei kann Atjom gar nicht schwimmen. Ja. Oh, moin. Gut, darauf achte ich jetzt mehr, aber bis jetzt hatte ich es nicht im Spiel. Wüsstest du eigentlich, das kommt automatisch. Was zum Teufel war das? Ein Wal? Der ist verdammt riesig. Ja, natürlich ist der riesig, Duke. So, jetzt gucke ich mir das Flugzeug an. Das ist nämlich der einzige Ort hier, wo ich noch nicht gewesen bin. Warum ist das eigentlich Tag? Ich will nicht Tag haben. Lalalala, der labert da hinten sich jetzt gerade einen Ast ab. Ja, ich habe die Unschuldigen einfach nicht getötet. Ja, aber dann hättest du auch dieses Symbol gekriegt. Und dann hättest du nämlich gutes Karma gekriegt.
Flieflau. Flugzeug. Ja. Man hört hier Schritte, aber hier ist in Wahrheit gar keiner. Einmal nachladen bitte. Dann speichere ich nochmal. Ah, ein Kompass. Aber mehr ist hier auch nicht. Außer das Ding hier. Ah, der Flight Recorder. Das ist interessant. Geht gleich weiter. Bin mal in den Raum, bis gleich. Alles klar, grüß mal, ja. So, dann würde ich sagen, geht's weiter. F5. So, ich glaube, ich habe hier alles. Worauf schießt ihr denn? Ach, da ist der Dämonenangriff. Aua. Da ist der Dämonenangriff. Da wird jetzt gerade Teddy geklaut. Licht aus, wir müssen Strom sparen. So, auf geht's. Da wurde gerade Teddy geklaut, den sie eigentlich gar nicht mehr haben dürfte. Alter, jetzt werde ich wieder von so einem komischen Viech verfolgt, ey. I hate this Viechers. Oh, hier war ich noch gar nicht drin. Manu!
Ich habe die AK als Sniper eingerichtet und die Waffe mit K habe ich als Hauptwaffe genommen, weil die den meisten Schaden macht pro Schuss. Die Waffe, ja, mit K. Ja, K ist K. K. So, da war gerade der Dämonenangriff. Ich glaube, den hast du verpasst, während du in deiner Raucherpause warst. Aber jetzt kommt gleich die Story. Ja, mein Teddy ist weg. Moin! Du lebst! Ja, ich lebe. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Alter. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Hä? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren ich bin gleich wieder da. Nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Artyom, einen Moment. Vielen Dank, Artyom. Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Wir waren so damit beschäftigt, nach dir zu suchen. Und dann holte Anna uns ab. Ja, Onkel Artyom. Vielen Dank. Und deine Frau ist echt klasse. Sie ist so nett und total stark. Danke sehr, Tante Anna. Ja, das sehe ich anders. Na bitte, Artyom. Ich sag ja immer, dass du froh sein kannst, dich zu haben. Wir können alle froh sein, Anna zu haben. Sie ist extrem zielsicher. Nein, die macht nur Arbeit, die Frau. Wenn Mama auch mit uns kommen kann, mit einer echten Krankenschwester, könnte uns niemand mehr aufhalten. Katja, Nastja, nehmt euch etwas Tee. Nicht so schüchtern. Danke. Ja. Und Katja, wo kommt ihr her? Vom südlichen Ural. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass es an der Wolga einen tollen Ort geben solle. Also brachen wir auf. Wer hätte ahnen können, dass diese Fanatiker jetzt hier sind? Angeblich ist es hier früher sehr schön gewesen. Bist du mit deinem Mann hergekommen? Wir waren 15, aber nur Nastja und ich haben überlebt. Das tut mir leid. Hey, warum bist du so traurig? Schmeckt dir der Tee nicht? Doch, schon. Ach, als der Gargoyle angriff, verlor Nastja ihren Teddy. Das Biest nahm ihn einfach mit. Ich dachte, er sei lebendig. Oh, keine Sorge. Wir werden dann Teddy schon... Jaha. In Moskau nennen wir sie Dämonen und ihr nennt sie Gargoyles. Ja. Ja, aber du wüsstest, dass ich dein Teddy schon habe. Tja, die Strahlung, chemische Waffen und so. Die Natur hat sich verändert. Was macht der Turm da? Ich halte dir gerade nur die rechte Maustaste gedrückt. Kein Wunder, dass Silantius die Leute hier so in der Hand hat, wenn sie solche Dinge tagtäglich sehen. Die armen Tröpfe leben in der Dunkelheit und sterben auch so. Von Krankheiten geplagt. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Aber Silantius wollte nichts davon hören, dass ich alle behandle. Er sagte, Gott holt sich, wen er will. Silantius kümmert sich nur darum, ihre Körper an die Fische zu verfüttern, sobald sie tot sind. Er sagt, dass das ihr sicherer Weg in den Himmel sei. Ich versuchte ihnen zu helfen, aber nein, das ist eine Sünde. Dann hat er uns in diesen Turm eingesperrt. Und eine dumme Taschenlampe hat alles nur noch schlimmer gemacht. Onkel Kress hat mir die Taschenlampe gegeben. Komm mal bei mir vorbei, wenn du mit dem Alten gesprochen hast. Ich habe etwas für dich. Das hat er. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist.
Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Mhm. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber mhm. es gibt trotzdem noch viele Fragen. Mhm. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Mhm. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Mhm. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Mhm. Und zwar aus erster Hand. Mhm. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um mhm. das mal in Relation zu setzen. Mhm. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Mhm. Sonst noch was? Bist du immer noch hier, Artyom? Du solltest wirklich bald zum Hafen aufbrechen. Na, natürlich bin ich immer noch hier, du siehst mich doch. So, kann ich erstmal Teddy loswerden, der Duplikat? Das ist eine Höhle von Tiermenschen. Daher kann Silantius ihn dort nicht erwischen. Hm. Er wollte auch, dass Mami ihn heiratet. Aber sie wollte nicht. Er ist alt und fies. Bah! Ja, das Evangelium der verdammten Fische sagt nichts über Heirat. Ich hatte Glück, meine Tochter beschützen zu können. Dieser irre Typ. Er ist so. Bringt ihr uns von hier weg? Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Kann ich jetzt den Teddy loswerden? Hallo, ich bin wieder da von einer ganz langen Reise. Ich habe den Teddy gefunden, kann ich ihn jetzt loswerden? Hallo? Die wollen mein Teddy nicht. Hm. Kann ich verstehen, ist auch noch billiges Replika. Wie gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Mhm. Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Mhm. Ah, die Luftpumpe. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, gib mal her, gib mal her, gib. Ein Luftdruckgewehr, aber es hat trotzdem Bums. Gib. Selbst im Feld. Danke. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Naja. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, trage es mit Ehre. Und jetzt haben wir drei Waffen. Und denke daran, hin und wieder vorbeizuschauen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Jupp. So, da können wir uns die Kugel herstellen. Gut, das war das. Gibt es sonst noch irgendwas? Nö, dann bin ich wieder weg. Kann ich jetzt den Teddy loswerden? Hallo, ich hab dann Teddy. Ach, ihr seid echt langweilig. Gut, dann mache ich mich jetzt mal auf zu Crest. Da war ich ja auch schon. Also theoretisch. Da kommen wir dann in die Trouble, zeigt dir immer die richtige Richtung. Aha. Und woher will er wissen, ob die Richtung jetzt richtig ist? Wenn ich jetzt aber in die andere Richtung will. Hier war ja auch schon, ne? Lol. Freunde! Nicht machen! Ich bin doch nur friedlich. Ich habe friedliche Absichten. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Gut. Habe ich gerade hier heldenhaft bin ich den, habe ich die Viecher, ja, habe ich gezeigt, wer ich bin nur. Heldenhaft, wie ich bin nur.
Piep, 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 piep. Mach jetzt die Elektro-Dinger wieder da. So, der ausgeschlafene Turm. Der Held der Nation. Nimmt wieder ein Piepen des Metalldetektors wahr. Und ganz ehrlich, die Anna, ne? Was unsere Frau ist, die macht nur Arbeit. Die macht, weiß ich, die macht alles schlimmer als besser. Okay, hier bin ich jetzt, habe ich jetzt tatsächlich alles. Oh, dich habe ich da oben gar nicht gesehen. Naja, egal. Einfach gar nicht ignorieren. Ich wollte gerade sagen, er hat es fast richtig gemacht. Einfach gar nicht ignorieren. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt die Jumpscare da ist an der Mauer. Okay, diese Jumpscare habe ich zwar schon getriggert, aber ich bereite mich darauf vor. Okay, sie ist nicht mehr da. Ja, aber wo ist Loot hier? Na, ne, da steht keiner. Hä, wo habe ich hier Loot übersehen? War ich genau da? Gut. So. Nichtsdestotrotz speichere ich nochmal. Okay. Keine Jumpscare hier. Keine Jumpscare hier. Gut. Verdammte Mutanten! Hey, such dir einen Weg aufs Gebäude da! Ich lass den Kran runter! Will ich ja. Finde ich interessant. Mal sehen, ob ich die Kampfszene da oben jetzt wieder trigger. La 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 la. Da gibt es ja nicht einen einfacheren und unkomplizierten Weg hoch. Ich meine, da ist eine Leiter. Aber den Weg, den gibt es. Und die werde ich auch nehmen. Jo. Einfach den hier, dann diesen hier, dann diesen hier, dann diesen hier, dann einmal hier quer durch. Moin. Tschüss. Dann diesen hier. War glatt auf der Treppe. Und schon bin ich oben. So, dann lacht man die Kacke runter. Komm hier hoch, Mann! Okay, das ging schnell. Lol. Ha, weil ich die Szene schon getriggert hatte. Ha! Moin! Übrigens, bist du schon mal hier gewesen? Ja, bin ich schon. Ich kam gerade vom Angeln zurück, als ich meine Mutantennachbarn tot vorfand. Was für eine unangenehme Überraschung. Ich war tatsächlich schon mal hier. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Ja, das weiß ich schon. Bist du zu diesem Zug? Ja. Die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben das Feuer eröffnet, oder? Ja. Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Mhm. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich?
Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz, gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte auf den Weg. Mann, hat jemand so viel labern müssen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden. Licht aus, wir müssen Strom sparen. Nein! Au! Ich habe wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wow. Wenn ihr auch nach Osten wollt. Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass nein! Der Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles als ist. Als ob man jetzt hier das Fernglas kriegt. Weißt du, ich renne über die ganze Map, um das scheiß Fernglas zu finden, weil ich vergesse alle, wo es ist. Und hier finde ich das. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Jetzt Haarfisch lebt dort, weißt du? Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Nur die Banditen gibt's nicht mehr. Und da oben ist eigentlich der Teddy. Daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. Da werde ich dann aber hochgehen. Aber normal dürfte er da nicht mehr sein. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Mit einer Hand ist schwierig. Ich bin nicht multitasking. Ich kann entweder... Hä? Warte mal, der steckt doch jetzt bestimmt dann, weil unten dann alles voller Loot ist. Nein! Ach Mann, ich halte mal F gedrückt. Das ist meine Höhle. Ja. Und hier lebe ich. Ich nehme dir... Hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühle dich wie zu Hause. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von dir alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Ja, du hast doch gar nicht so viel. Erstmal das Ding aus hier, so, das nervt. Wie auch immer, ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert. So. Spezialfilter. Verstärkter Helm. Diese Filter nutzen Fasermaterial zum Filtern und können daher mehrere Schadstoffe aufnehmen als die üblichen Filter. Ihre Lebensdauer erhöht sich damit. Warum kann man Spezialfilter nicht daran bauen? Ich nehme mal die Spezialfilter. Das Problem ist, mit dem Kompass habe ich keinen Metalldetektor. Aber den Kompass brauche ich eigentlich auch nicht. So, fertig geraucht. Alles klar, da bist du ja wieder. Ich bin gerade bei Crest, so kann ich mich hier... Und sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst. Okay, komm halt mit. So, ich muss mir nochmal Drogen reinpumpen. Halt, hier ist noch Loot. Hätte ich fast vergessen. Ich habe von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft, bevor die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Seitdem darf ich weder Dorf noch Brücke betreten. Diese Seilrutsche führt nach unten.
Einfach einklinken und los geht's. Jo. So. Aber du solltest wohl besser nicht sofort einen Kampf gegen sie beginnen. Oh, nee. Sie haben eine Gehirnwäsche hinter sich und machen sich bei deiner Ankunft vermutlich mit Angst gegen die Ohren. Warum kommt er nicht mit? Na, verstehe. Der ist jetzt schon dahin teleportiert worden, wa? Ach, ich höre die Viecher doch jetzt schon. Anna ist weg. Ja, ja, die sitzt im Bunker. Ja, die Alte sitzt im Bunker. Wie gesagt, die macht nur Arbeit. Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin. Reißt euch zusammen. Ja, Artyom, Artyom, hier Artyom, da. Das ist bei allen Weibern so. Ich habe 3 zu Hause. Ganz ehrlich, lass die Anna einfach verrecken. Dann ist das Spiel wesentlich einfacher. Weil die müssen wir nicht nur einmal retten, sondern gleich mehrmals. Und da ballert gerade eine Elektrolomanie durch. Und das finde ich geil. Das Ding ist, da muss ich noch gar nicht mehr hin. So. Ich werde jetzt droppen. Moin! Komm! Auf die Fresse. Wieso habe ich hier Loot vergessen? Scheiße, ich hab's oben vergessen. Egal. Du wirst jetzt auch jeden Scheiß mitnehmen. Moin! Bam! Bam! Bei den Kannibalen habe ich sie gerettet. Wo muss man sie noch retten? Ja, bei den Kannibalen. Im Late Game musst du sie retten. Da... fällt die auch irgendwo rein, wo die Maske kaputt ist. Und ach, die Frau macht ab diesem Kapitel nur Arbeit. Jo, Alter! Klaps auf den Po! Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po! Bei der Antenne habe ich sie vorher gerettet. Stimmt. Wie vorher. Wo du gerade bist. Okay. So, mal sehen, ob wir den Bunker noch schaffen. 20 Uhr ist nämlich Feierabend. Ist das bei der Antenne, dann bei den Kannibalen. Bin gespannt, ob ich sie nochmal retten muss. Ja, die musst du nochmal retten. Habe ich das gehört? Ja, anscheinend sitze ich hier für immer fest. Verdammter Fanatiker. Wegen einer einzigen Tasche. Die jagen mich ständig verstecken. Ja, die sind so eine Scheißpackung. Lol. Ich kenne die Gegend jetzt wie meine Westentasche. Die ist wirklich interessant. Zum einen war hier früher ein militärisches Lager. Ich bin allerdings nicht reingegangen. Da scheinen lauter Chemikalien zu lagern. Dann gibt es noch das große Haus auf der anderen Kanalseite. Scheint schon lange verlassen zu sein. Vielleicht gibt es da noch etwas Interessantes. Ohne Boot komme ich da allerdings nicht hin. Diesbezüglich werde ich bald was unternehmen müssen. Wie auch immer, das Leben geht weiter. Und das war's an Neuigkeiten. Hm.
Guti. Dann wollen wir mal ab in den Bunker. Muss mal da klein schnell nochmal einkaufen. Ist zum Glück nur über die Straße zum Penny. Bis gleich. Alles klar. Grüß mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Tag brauchen. Ich weiß zwar nicht genau, wie sie hier reingefallen ist, aber sie ist hier reingefallen. Artyom, ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da. Naja. Aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen. Filter weg, nicht vergessen. Wir haben die Spezialfilter. So, wir gehen jetzt durch den Bunker. Hier gibt es Mutanten. Und sonst noch irgendwelche anderen Viechers. Babka. Was haben die sich nur dabei gedacht? Diese ganze Scheiße hierher zu bringen, das muss doch ordnungsgemäß entsorgt werden. Das sind verdammte Gauner dort bei der Entsorgung. Sie teilen sich die Einnahmen mit den Generälen, während wir unsere Hintern auf Jahrzehnte altem Schrott parken müssen. Ich frag mich, ob es schlimmer oder besser wird, wenn der Mist zerfällt. Und was wäre besser für uns? Die Fässer sehen jedenfalls so aus, als ob sie jeden Moment auslaufen. Ich werde einen zusätzlichen Schutzanzug anfordern müssen. Ja, hat der wohl auch nicht viel gebracht. Gut, safe. Da wurde bei der Welt wieder was notiert. Aber ich weiß, oh Gott sei Dank, Anna lebt. Ich muss sie so schnell wie möglich von hier fortbringen. Sie hat in diesem Depot giftige Dämpfe eingeatmet, während sie nach ihrem Sturz bewusstlos dort lag. Ja, die hätte mal krepieren sollen. Gut, F5 und weiter. Puh. Ja, nee, ist klar.
What the fuck? Wo kommt der Hund her? Und warum kann ich diese Pilze hier nicht einsammeln? Wenn ich sie nicht einsammeln kann, dann kriegt sie keiner. Alter, kannst du mir auch mal alles zu klippen, wo ich mich erschreck? Und dann lad die runter und füge sie in einer Dings da ein. Ja. Alles klar, er feiert eine River Party. River Party wird nicht geduldet, denn du bist tot, Kollege. Hier ist ja schon wieder irgendwo einer gedroppt. Mach hin, der kommt! Oh, Licht geht. Alter, kann sein Name mal hier aufhören mit der Raver Party? Yo, yo, wake up, Raver, Arm in the air! Whoop, whoop! Raver Party! Alter! Hoppa! Hose! Hihi! Haha! Mach doch den hier! Alter! Wo kommen die alle her? F5. Erschreckt 5? Was ist hier? Ha! Da war der Lampe. Erschreckt 6. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht, der Metalldetektor zeigt gerade wieder irgendeinen Quatsch an. Mann, da steht immer ganz kurz was, aber was? Ach, Ausfahrt. Wo kam er denn her? Mann, ich hasse diese Viecher. Erschreckt 6. Sagen, dass wir sie gefunden haben, Seth. Leute! Sag es nicht, Papa, Elbe!
klar. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte ihre Basis gefunden. Da schien eine amerikanische Flagge an ihrer Antenne zu flattern. Und dann fiel ich hier herunter. Das war nur ein altes T-Shirt, Anna. Die US-Flagge hat Sterne und Streifen und hier sind wir. Wow, das hätte ich fast übersehen hier. Diese Fässer. So. Und? Ich war schon mal in US-Basen. Die sehen ganz anders aus, weißt du? Huch. Gut, dass Atom mich gefunden hat. Ja, ja. Oh, was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Ja, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann... Erstmal Drogen. Ich kann selbst gehen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. Hm. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer. Es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Atom und die Jungs sind hier. Eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hausarrest, junge Dame. Sam, bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt, sie gnadenlos nach Hause zu schreiben. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Ich war einfach auch ein Mann. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen. Naja. Mag ja nichts selber. Atom, es geht mir schon besser. Wirklich. Artyom, hilf uns mal. Der Alte. Ich. Wir müssen jetzt wohl zurück. Und wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Naja, vielleicht haben sie. Ich weiß nicht. Ich meine, klar, es geht nicht nur um den Platz. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen. Und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem. Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zugdepot erzählt. Wir sind damit hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Ja. Und der Artyom, bitte lass uns mitkommen. Ich bin auch ganz lieb. Ich helfe, wo ich kann. Ja, ja. Natürlich bist du das. Ach, Nastja, hör auf, Onkel Artyom zu nerven. Oh, keine Sorge, Nastja. Onkel Atom wird mit unserem Kommandanten reden und alles klären. Wow, Onkel Atom ist wichtiger als dieser unheimliche Kommandant mit den Metallbeinen. Mhm. Ach, Süße, das kannst du nicht sagen. Doch, kann ich. Ja, Onkel Miller ist hier zwar der Boss, aber er hört auf das, was Atom sagt. Ist doch so, oder Atom? Ich wollte den Waggon selbst holen, aber keine Chance. Posten verlassen, Feind, Kriegsgericht. Du kennst das Spielchen. Also liegt es jetzt an dir und Anna, ihn zu überzeugen. Bringt ihr uns von hier weg? Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. So. Kann ich dir jetzt endlich mal... Warum kann ich dir nicht den Teddy geben? Moin! Hi, Tim.
Artyom, komm mal hier hoch. Ich muss etwas mit dir besprechen. Weißt du, wie alles läuft? Wie auch immer er da hingekommen ist. Hey, Messer. Hör mal, wir haben eine Gelegenheit, die Brücke ohne Angriff zu überqueren. Es kommt ein Händlerkonvoi den Fluss hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht aufhalten. Naja. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Egal, was diese Fanatiker denken. Sie wollen Blut? Können sie haben. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händlerboot warten. Herr Oberst, wir können sie hier nicht zurücklassen. Sie werden lebendig aufgefressen. Stefan, hast du jemals deinen Kopf benutzt? Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten? Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer 6-jährigen Tochter ist das inakzeptabel. Ich gebe Ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum um. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt, weil du unausgeschlafen bist. Trotzdem weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und damit den Waggon hierher bringen. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Okay, okay, dann macht es so. Ich will ja kein Unmensch sein. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom, kümmerst du dich darum? Hör zu, Artyom. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Hier, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordreisine. Ohne den fährt sie nicht. Sie ist ein echtes Schätzchen. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Archon. Es ist ganz schön weit bis dorthin. Aber wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Archon, Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann berichte ja, ihm von der aktuellen Situation. Ich berichte. Moin. Gut, wie du den Alten überzeugt hast. Sieh mal, was ich hier aufgebaut habe, Archon. Endlich. Wie ich es wollte. Ey. Okay, da reden wir aber nicht drüber. Mein Waffenregal ist jedoch nur hier auf der Aurora verfügbar. Von allen Waffen, die du findest, bewahre ich Musterexemplare auf. Du kannst sie jederzeit auswechseln. Oh, das ist gut. Immer im Bestzustand. Geölt und glänzend wie neu. Dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen. Über kurz oder lang mache ich aus euch allen noch kompetente Waffenschmiede. Hör zu, ich habe etwas für dein Tier. Du kannst es an der Werkbank montieren. Tja, ach, hier sind die Bomben. Ich möchte dich nicht länger aufhalten.
Gut, fertig geölt, sagt er. Gudi, da war aber zum Terminal, wa? Ja, was guck ich da nicht hin? Ich weiß, wo das scheiß Terminal ist. Anna, danke, dass du und Artyom uns helft. Ich weiß gar nicht, was ohne euch aus uns geworden wäre. Dieser Ort ist verflucht. Und Silantius auch. Mhm. Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Es hängt jetzt alles von Artyom ab. Also, ja, das ist von mir, bla bla. Artyom, Nastja möchte dich etwas fragen. Na los, Nastja. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Kannst du mein Teddy suchen? Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Also, irgendwo auf den Lagertanks beim Terminal haben Dämonen ihre Nester. Könntest du also nachsehen, ob der Teddy dort ist? Ich weiß, das klingt albern, aber er war ein Geschenk von ihrem Vater. Das machst, bin ich dir was schuldig. Ach, und geh natürlich keine Risiken ein. Hey, was benutzt ihr unsere Hauptfrequenz für solchen Tratsch? Er hat einen Auftrag. Überschüttet ihn doch nicht mit dieser Scheiße. Oh, Herr Oberste, wir sind bereits fertig. Ich bin viel zu nett. Okay, weitermachen. Ende und aus. Okay, wird nicht als Fragezeichen angerechnet. Gut. Hi, Artyom. Mano. Wo sind die Göre jetzt? Artyom, ich dachte, du wolltest diesen Waggon holen. Wo ist er denn? Sobald sie 50 erreicht, dann... du weißt schon. Dann zischt das Ding wie irre. Lass mich mal schauen. Etwa hier? Wo die Stelle wohl ist? Ha, hier ist eine Dichtung kaputt. Sieh mal. Ach, das ist also das Problem. Hey, Artyom, ich mach mich hier nützlich. Freut mich, dass das nun geklärt ist. Jetzt sind nur noch 30 größere Probleme übrig. Hm. Hä, wo ist denn die? Leute, die Sequenz ist auch neu. Artyom, ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass du... Weißt du, halt ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Ja, ja. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots fern. Ja, ja. Tatsächlich ist die Frequenz nicht neu. Die hatte ich damals auch. Du hast sie wahrscheinlich noch nicht getriggert. Wo ist denn die Kleine jetzt, die? Ist die hier? Ich bin Captain Brunskill, NATO-Besatzungstruppen. Was zum Teufel? Bist du bescheuert, Sam? Hab dich dran gekriegt, oder? What? Ich hätte dich fast erschossen. Dann würde mein Tod aber gerecht werden. Ich meine es ernst, Knallkopf. Ich hatte den Finger schon am Abzug. Hast du eine Ahnung, wie viele wir sind? Eine ganze Armee, du Würstchen. Du kannst uns nicht alle erwischen. Das melde ich besser dem Oberst.
Bitte bring mich nicht um. Sag ihm, dass du mich gefangen genommen hast. Okay, diese Sequenz... Dann freut er sich wenigstens. Diese Sequenz kenne ich tatsächlich nicht. Was ich ihm sagen soll. Sag ihm alles. Fang mit der Position eures Hauptquartiers an. Ich habe leider keine Ahnung. Du könntest dir mal die Bodenwelle dort ansehen. Idioten. Naja, aber ich glaube, ich mache jetzt Feierabend. Im nächsten Stream gehe ich zum Terminal. Moin. Mit dir will ich nicht reden. Tschüss. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, wie sie hier rumstehen. Die sollten sich hier hinterkriechen. Die sind voll im Licht. Mega offen. Haben die hier alle nicht so eine Warnleuchte mit? Ich bin hier voll im Licht. Kann man das Licht hier nicht... Nö, kann man nicht. Panzerglas. Hi, Artyom. Moin. Moin, Idiot. Lol. Das ist bei denen auch immer eine Beleidigung. Der ist ja wirklich so. Aber ich glaube, ich gehe auch nicht... Lol. Da unten lang zum Terminal, sondern hier oben über die Brücke und dann da hinten runter. Weil dann kann ich Tube noch einen Besuch abstatten. Naja, das ist aber alles im nächsten Stream, der... ich kann nicht genau sagen, wann der nächste Stream kommt. Vielleicht Freitagabend, ansonsten erst Samstag wieder im Laufe des Tages. Auf jeden Fall wird es wieder einen Stream geben. So. Ich drücke jetzt hier nochmal F5 und sage an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, unseren Tüdelü Ende.